Wie oft warst du schon auf dem Print Day und was bedeutet der Print Day für dich? Da muss ich jetzt was überlegen, aber ich schätze mal, das müsste bestimmt die fünfte, sechste sein. Ich kann mich noch gut erinnern an die ersten Veranstaltungen in der Schildkröte irgendwo in Montabaur, wenn ich mich recht entsinne. Nee, also ich müsste sechste, würde ich sagen. Und was bedeutet der Print Day so für dich? Also grundsätzlich ist der Print Day für mich immer ein Innovationshub. Ja? Man trifft alte Bekannte, hat einen Austausch, interessante Unternehmen, interessante Vorträge, Insights auch aus den Unternehmen, Umsetzungserfahrung, aber vor allen Dingen auch dieses Meet and Greet, ne, mit der Branche, Kollegen, Marktbegleiter. Also es ist immer eine gute Mixtur von Menschen und ein guter Austausch. Deswegen schätze ich das sehr. For you and your customers unterstützt ja, wie man auch in eurem Schriftzug sieht, beim digitalen Wandel. Ja. Wie kommt Print und digitaler Wandel für dich zusammen? Print ist für mich eigentlich ein ganz wichtiges Element im digitalen Wandel. Ja, wir reden ja über Commerce schon seit vielen, vielen Jahren und Print ist eigentlich ein Element, was ich ähnlich wie Commerce sehe. Ja, es ist einfach ein Touchpoint, der wesentlich ist. Ob das Print ausgedrucktes Papier bedeutet oder tatsächlich ein PDF oder irgendeine andere Art von Darstellung online, das ist uns ja im Prinzip egal. Das ist aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger Channel und insofern ist es neben Commerce sicher der wichtigste Kanal, den wir haben. Speziell auch bei unseren Kunden. Wir haben ja Kunden, die stark im Bereich Manufacturing oder Retail sind und insofern ist Print natürlich eine ganz wichtige Größe für uns. Vielen Dank. Sehr gerne.